Hallo Wander- und Outdoor-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventure Trails. Wir sind heute in Bernkastel an der Mittelmosel und gehen einen Seitensprung vom Moselsteig, den Bärensteig. Und wir haben das schon mal versucht, letztes Jahr. Und da hat es ja doll geregnet, dann haben wir abgebrochen und deswegen versuchen wir das dieses Jahr nochmal. Genau, heute ist bisher sehr neblig. Wir hoffen, es lichtet sich noch ein bisschen, um euch noch ein bisschen von oben das Moseltal zu zeigen. Ansonsten sind wir wieder froh, wenn ihr uns begleitet. Ja, jetzt haben wir uns von Bernkastel aus die ersten paar Meter ganz schön hier hochgeschoben. Sehr steiler Aufstieg, wie man gewohnt ist von den Seitensprüngen. Ja, und die Tour ist nicht so lang, es sind 6 Kilometer, relativ entspannt und der Aufstieg ist auch nur am Anfang, deswegen sollten wir gleich eigentlich nur noch bergab gehen. Ja, und es sind 300 Höhenmeter. Ja, und hier hat die Tour schon mal einen anderen Weg gekreuzt, denn hier oben gehen die Moseltalschanzen entlang, der Weg hier drüben, wenn ihr die Tour sehen wollt, schaltet einfach mal hier oben ins Video rein. Und ja, wir gehen jetzt weiter auf den Bärensteig und wenn ihr gerade die Karte gesehen habt, ja, der Steig sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Bär. Ja, genau, also das ist ganz witzig, wenn man sich das anguckt auf der Karte, dann ist das ein kleiner Bär. Und weiter.
Wir sind jetzt gerade auf dem letzten Kilometer von der Tour. Allerdings gibt es hier noch so eine Abzweigung, die nicht direkt zum Weg gehört. Der sogenannte Kaiserstuhl ist eine Aussichtsplattform, so ins Moseltal rein. Ist zwar heute neblig, aber wir wollen es trotzdem anschauen und deswegen haben wir den kleinen Abzweiger in Kauf genommen. Ja, da hinter mir seht ihr die Burg Landshut in Bernkastel. Die wurde zwischen 1200 und 1300 erbaut und an der Stelle stand aber damals schon zur Römerzeit, so im 4. Jahrhundert, eine Schutzburg, die praktisch die Römer genutzt haben, um ihre Transportwege von Rom nach Trier her zu sichern. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Tour und ja, sind zurück in Theo. In Bernkastel sind ja oft sehr viele Leute, vor allen Dingen im Herbst und ja, das will man ein bisschen schwierig ohne Menschen. Genau, ja, es ist ein großer Touristenstädtchen an der Mosel, ne, da ist viel los. Ist aber auch schön, sich mal anzuschauen, also kann man dann auch mit der Tour verbinden. Und ja, der Weg war sehr schön, am Anfang sehr steiler Aufstieg, da macht das nicht so viel Spaß. So, denn man mag steile Aufstiege, aber... Die Aussicht oben lohnt sich und danach geht es auch tatsächlich nur noch bergunter. Das ist dann ganz angenehm. Genau, und durch einen sehr schönen Wald, gerade der Rückweg auch, ein paar schöne Ausblicke auf Bernkastel und die Burg Landshut. Ja, wir hoffen, die Tour hat euch gefallen. Uns hat sie auf jeden Fall gefallen, oder? Ja, schöne kurze Tour, kann man auch mal machen, wenn das Wetter ein bisschen unbeständig ist. Genau, und wir sagen danke, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss! Tschüss!